Hallo Leute, wir kommen wieder zu ein neues Collection-Video. Ich muss das zwar neu drehen, aber ihr wisst ja, ich will es nicht immer wieder Geschichte erzählen, aber ich mache es eh immer wieder. Meine Videos wurden gelöscht, warum auch immer. Wir waren bei Part 14, jetzt ist es Part 15. Medal of Honor, ja, ist ein ganz guter Zweiter Weltkrieg-Ego-Shooter, gibt es auch für die Nintendo Wii. Grafik finde ich sehr gut für PS2-Verhältnisse. Hat mir sehr gut gefallen. Was mich gestört hat, war die kurze Spieldauer. Also es ist sehr schnell durch. Geht aber auch zu zweit an einer Konsole gegeneinander. Es macht schon ein paar Stunden, na nicht ein paar Stunden, eine Stunde oder so, Spaß. Also mir hat es gefallen. Hätte was länger sein können, dann wäre es optimal gewesen. Dann ein Spiel, Entschuldigung, auch für die PS2 was älter. Ist ein, ja, ein Anime-Spiel. Mobile Suit Gundam Föderation des Neon. Deshalb, ja, Gundam. Man spielt so ein Gundam, kämpft dann halt gegen diese Bösen. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Manchmal fliegt man auch so im Weltall hier wie hier und kämpft dann in der Luft. Das geht auch, glaube ich, zu zweit gegeneinander oder auch zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Ist was länger her. Hat mir damals Spaß gemacht. Gibt auch einen PS3-Teil. Da war ein Starttitel. Der ist aber gar nicht gut. Ja, aber so für Anime-Fans mal oder eventuell für Gundam-Fans mal einen Blick wert. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen anders, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber ich versuche. Aber die ist nicht so anders wie bei den Players-Videos. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was umstritten war, beschlagnahmt wurde, initiiert wurde. Manhunt. Da ist jetzt eine Tüte irgendwo in dem Raum umgekippt. Noch eine. ja, ist ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Figur heißt. Auf jeden Fall spielt man diese Spielfigur. Man wird ja entführt oder so und dann in so ein, wie ich mich so in Erinnerung habe, so in das ist so eine TV-Show, das Spiel wie so praktisch über diesen Arnold Schwarzenegger-Film. Man wird gefangen genommen in so einer Stadt, die verlassen ist, ja, freigelassen. Dann sind da halt so Killer-Trupps, die einen töten wollen, verrückte, korrupte Polizisten. Ja, und dann kann man halt durch die Levels gehen, kann die Figuren die Kehle durchschneiden. Das war mein Kameramann, Gesundheit. Entschuldigung. Die mit der Tüte ersticken, ist schon ziemlich brutal, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Und das Gute an dem Spiel ist, wenn man Headset benutzt, zum Beispiel von SOCOM, dann konnte man diesen TV-Moderator immer, der hat dann immer gesagt, los, töte ihn, oder immer Kommentare gegeben. Und ich fand es gut. Dann Manhunt 2, das habe ich mir in Estland gekauft, habe ich auch damals schon gesagt, hat aber auch deutsche Titel, ist die, ja, ich denke, europäische Version. Ja, finde ich besser als Teil 1. Ich will es nicht so viel von der Geschichte verraten, aber der Killer der Familie ist schon überraschend, wer das ist. Also werdet ihr dann sehen. Finde es besser. Die Attacken, die man machen kann von hinten, die sind jetzt so verpixelt, sieht man nicht mehr. Ist aber auch, glaube ich, indiziert und beschlagnahmt. Dann gibt es auch für die Nintendo Wii und für die PSP. Ja, ich finde es gut. Besser als Teil 1. Auch wenn es brutal ist, ich fand es gut. Ach ja, genau. Und sollte auch wirklich, beide Teile sollten auch nicht in Kinderhände kommen. Weil die sind schon brutal und. Naja, ich bin schon für Jugendgesetz, dann. Aber nicht für. Also lieber ungeschnitten, aber dafür ein gutes Jugendgesetz. Dann ein Schleichspiel von Atari. Das kam in der Zeit raus, so von Splinter Cell 2 oder 3. Opera Zoom, Mission Impossible Operation Zoomer. Mein Gott. Von Atari. War ganz lustig. Man spielt da zwar nicht Mason Hunt oder wie der heißt bei Mission Impossible, sondern auch eine Figur da. Also nicht Tom Cruise. Hat aber viel Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich einfach ist. Für so Schleichfans könnt ihr euch mal reinziehen. Dann ein Jump-and-Run-Spiel, wo ich leider den ersten Teil nicht von habe. Mit der Super Nintendo-Teil auch nicht so gut gefallen hat oder die PSP-Umsetzung. Aber die PS2-Teile mir sehr gut gefallen haben. Maximo, das ist der zweite Maximo Army of Sin von Capcom. Hat zu Recht 85% gekriegt von PlayZone und PlayStation 2 Magazin. Schöne Optik, schönes Adventure auch ein bisschen, finde ich. Lustig. Macht einfach Spaß, durch die Welten da zu hüpfen oder zu kämpfen. Und ihr kennt das ja, wenn man zu oft erwischt wird, hat man schon nur in der weißen Unterhose mit den roten Herzen. Ich finde es lustig, also kann ich jedem empfehlen. Dann ein Spiel, was vom PC auf der PS2 und Xbox umgesetzt wurde, Mafia. Optisch nicht so gut, Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das einmal gespielt hat, hat man das drin. Und
Jeder Abschnitt der Stadt wird dann teilweise immer geladen, aber obwohl es seine Fehler hat, fand ich die Geschichte sehr interessant. Hab das auch komplett durchgespielt, weil ich das Spiel einfach geil fand. Auch obwohl es seine Fehler hatte. Mafia 2 ist natürlich besser auf Xbox 360, PS3 und PC, aber das war damals, obwohl es schlecht umgesetzt war, trotzdem gut. Kann ich empfehlen. Gibt's auch billig. Neu noch. Dann, das war damals echt ein Spiel, das hat mir besser gefallen als GTA. Mercenaries Playground of Destruction von Pandemic. Pandemic gibt's nicht mehr, die sind ja von Activision oder LucasArts zu. Ach, was laber ich da? Ne, die sind. Doch, die sind nach EA gegangen und mit Mercenaries 2 und. Wie heißt denn jetzt noch das eine Spiel? Ach, ich weiß es nicht mehr. Die sind leider nicht so erfolgreich gewesen, dann haben die halt das Entwicklerstudio geschlossen und jetzt gibt es das nicht mehr. Die haben auch Star Wars Battlefront gemacht. Ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, das hat mir optisch sehr gut gefallen. Das gab es für die Xbox und PS2. Das ist wie GTA nur im Koreakrieg irgendwie oder in Korea. Ich spiele halt in Korea. Da kann man Helikopter fliegen, Panzer fahren. Das hat mir besser gefallen. Und man kann so Kopfgeldjägermissionen machen. Da sind dann halt so wie ein Kartenspiel: Karo Ass, Herz Ass. Da kann man Leben fangen oder getötet. Es war hammergeil, hat mir sehr gut gefallen. Xbox-Version ist ein bisschen besser als die PlayStation 2-Version. Aber eins meiner Lieblings-PS2-Spiele. Dann habe ich mich. Was machst du da für Geräusche? Ja, dann mach doch nicht so komische Geräusche. Dann kam der zweite Teil raus hier: PS2, Xbox 360 und PS3. Ich habe mich total drauf gefreut und habe mich gewundert, dass das Spiel sehr schnell billig wurde für PS2. Ich habe das gekauft für 20 Euro. Und dann noch ein paar Monate später gab es das nur für 11 Euro. Aber ich wusste auch nachher warum, weil die PS2-Umsetzung, die ist total scheiße. Die Grafik sieht schlechter aus als bei Teil 1. Das sieht aus wie so ein Starttitel von der PS2. Die Steuerung ist total gewöhnungsbedürftig, aber wenn man so drin hat, ist okay. Aber wenn ihr die Wahl habt zwischen den Next Gen und der PS2-Fassung, würde ich eher zu der Next Gen-Version empfehlen, weil die macht Spaß, die ist lustig, die ist gut, aber die hier, m-m. Vielleicht für 10, aber sonst nicht. Das waren 10 Spiele in Part 15. Ja, ist zwar ein bisschen anders, denke ich mal, als damals. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bleibt mir treu, kommentiert und bewertet. Auf Wiedersehen.